So, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend hier im Ispertal in der HLUW und der Hauptschule. Ich weiß gar nicht, wo sind wir eigentlich? HLUW oder Hauptschule? Okay, HLUW. So, bevor wir mit dem eigentlichen Programm hier drüben beginnen können, muss ein paar Sicherheitshinweise durchgeben. Und zwar der erste Sicherheitshinweis, gerade für die Leute hier unten. Wir haben hier Absperrungen angebracht und wir bitten Sie, die auch nicht zu überqueren, unterqueren, überqueren, durchqueren, wie auch immer. Dann, was sehr Dummes, was, wenn ihr es machen würdet, es bringt niemandem was, werfen. Gegenstände rumwerfen. Das Fell ist noch nicht 100% scharf, aber es würde doch schon einiges fallen, wenn man jetzt was reinwirft. Dann, wie Sie sehen, ich arbeite mit Funkmikros, das heißt, ich bitte alle Handys auszuschalten. Ich glaube, es wissen alle, wie das geht. Man darf es auch in den Flugmodus schalten, das ist meist auch kein Problem. Es ist nicht schön, wenn ich nachher Störsignale auf der Aufnahme habe. Ebenfalls zur Kategorie technische Hilfsmittel geht das Filmen und Fotografieren. Wir sind zurzeit mit ca. 10 Kameras hier in der Halle, die filmen den ganzen Falldown aus erster Position, besten Position, und für alle, die es wollen sehen, die sehen es nachher besser, wenn sie es auf YouTube anschauen gehen, als wenn sie es jetzt selbst filmen, weil wir stehen zuvorderst und erst dann kommen die Zuschauer. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Und zwar, eigentlich habe ich noch eine Frage. Wie applaudiert eigentlich das Ispertal? Ist das alles, was das Ispertal herbringt? Geht das auch lauter? Okay, 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 okay. Und jetzt noch so extrem richtig super laut. Geht das auch? Das klingt super. Und genau so, wie es jetzt am Schluss ist, so wollen wir es nachher die ganze Zeit haben. Nicht unbedingt während dem Falldown, aber vor dem Falldown, nach dem Falldown, so wollen wir es hören. Nicht anders. So, und jetzt begrüßen wir uns genau mit Variante 3, unsere zwei Moderatoren, Samuel Müller und Alexander Becker. Ja, herzlich willkommen auch von uns beiden hier zum Ispertaler Domino-Event 2013. Es ist jetzt schon das zweite Event hier an der HLUW nach dem großartigen Erfolg letztes Jahr. Dieses Jahr wurden in den letzten 4 Tagen 100.000 Dominosteine aufgestellt hier von insgesamt über 60 Aufbauern, waren hier dran beteiligt. Organisiert wurde das Ganze von der Domino-Gruppe Domino Day 111 aus Tulln. Unterstützung beim Aufbau haben wir bekommen von Schülern hier von der HLUW und der Hauptschule. Außerdem auch wieder dabei der Matthias Heinzelmann aus der Schweiz, den Sie eben schon kennengelernt haben. Und wie Sie vielleicht hören, ich selbst komme aus Deutschland und der Sascha Wilczewski hier dort vorne an der Kamera ebenfalls aus Deutschland angereist. Jetzt wollen wir Ihnen erstmal ein kleines Video zeigen, das ein paar Szenen vom Aufbau zeigen wird. Film ab.
Ja, dieses Event hier wäre ohne die Unterstützung von vielen weiteren Personen nicht möglich gewesen. Deswegen wollen wir uns jetzt bei einigen bedanken, insbesondere bei Direktor Johann Zechner, der nachher noch ein paar Worte sagen wird, bei Frau Professor Reber und Herrn Professor Hackel, bei allen Aufbauern, die mitgeholfen haben, dort hinten stehen einige davon. Bei allen Personen, die zwar nicht mitgebaut haben, aber im Hintergrund tätig waren, wie zum Beispiel dem Koch, der uns hier wunderbar bekocht hat, Herrn Eder, allen Betreuern, die hier übers Wochenende da waren, die Lehrer, die uns unterstützt haben und alle weiteren Personen auch, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, die aber alle zum Gelingen von diesem Event hier beigetragen haben. Ein herzliches Dankeschön. Außerdem bedanken möchten wir uns bei unseren Sponsoren, einerseits bei dem Stift Zwettl, wo Sie da vorne auch ein Feld von sehen, insbesondere bei dem Herrn Abt, der heute aber leider verhindert ist und nicht kommen konnte. Außerdem bedanken wir uns auch bei der Raiffeisenbank aus der Region Melk, insbesondere bei Herrn Moser, den ich jetzt auch für ein kleines Interview zu mir nach vorne bitten darf. Grüß Gott, Herr Direktor Moser. Es ist uns eine Freude, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich das Event anzusehen. Die Raiffeisenbank war letztes Jahr schon unser Hauptsponsor und so auch dieses Jahr. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wie haben Sie sich dazu entschieden, ein Domino-Event zu unterstützen? Und wie stolz sind Sie darauf, zum zweiten Mal der Hauptsponsor einer solchen Veranstaltung zu sein? Ja, zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott auch allerseits. Ja, warum sponsert Raiffeisen dieses großartige Event? Zum einen ist es ja eine Veranstaltung, die von der HLA propagiert wird. Die HLA ist mittlerweile, glaube ich, einer der größten Impulsgeber für die Wirtschaft hier in der Region. Und wo Wirtschaft ist, da passt natürlich auch eine Bank gut dazu. Und auf der anderen Seite natürlich, es hat im Vorjahr toll geklappt, wir wurden natürlich auch über den ORF und so toll promotet und heuer sollten wir es ja ins Guinness Buch der Rekorde schaffen und das ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes für uns. Ja, das Thema heute Abend ist Niederösterreich, das wurde von Ihnen ausgewählt. Wieso ausgerechnet das Thema Niederösterreich? Und wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung? Was haben Sie für Eindrücke? Was haben wir daraus gemacht aus dem Thema? Ja, Niederösterreich ist für uns Niederösterreicher ganz was Besonderes. Das ist Heimatgefühl. Die Choreografien sind toll. Also ihr habt es wirklich verstanden, das Thema mit den Dominosteinen einfach zu versinnbildlichen. Ja. Jetzt haben Sie gleich die Ehre, in Kürze den ersten von 100.000 Steinen anzustoßen. Sind Sie schon nervös oder wie fühlt man sich da kurz davor? Naja, nervös vor dem Anstoß nicht wirklich, aber es ist irgendwie ein eigenartiges Gefühl, dass man den Anstoß gibt, dass das alles, was in tagelanger, stundenlanger Arbeit von so vielen Personen errichtet wurde, dass man das jetzt irgendwie zerstört und dann ist es vorbei. Aber ich freue mich schon drauf. Ja, danke vielmals. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Gutes Gelingen. Toi, toi, toi. Dankeschön. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wenn man so ein großes Domino-Event hier aufbaut, geht nicht immer alles ganz ohne Unfälle. Es passieren immer mal kleinere oder auch größere Fails. Diese Bergewall hier hinten zum Beispiel ist zweimal zusammengestürzt. Die Mauer hier, die Semmeringbahnbrücke zeigt, ist ganze siebenmal zusammengestürzt, bis wir es schließlich geschafft haben, sie aufzubauen. Deswegen zeigen wir Ihnen jetzt ein kleines Video mit ein paar Fails vom Aufbau.
So, damit Sie nachher, wenn es losgeht, auch wissen, wo Sie denn überhaupt hinschauen müssen und was hier so passiert, will ich Ihnen jetzt mal kurz hier den Streckenablauf erklären. Los geht's dort hinten auf den Tischen mit dieser blau-gelben Linie. Die Steine werden dann diese Rutsche hinunterrutschen und dann geht es zu dem ersten Teil der Österreich-Flagge hier. Daraufhin fällt dann dieser große Niederösterreich-Schriftzug hier, zuerst das Feld und dann der Schriftzug hier. Dann geht es wieder durch den mittleren Teil der Österreich-Flagge zurück. Dort oben das Feld für den Notar, mit dem wir nachher noch ein kurzes Interview führen werden, warum der hier ist. Dann nochmal dieses NÖ-Feld für Niederösterreich. Durch den letzten Teil der Österreich-Flagge zu dem Raiffeisenfeld, unserem Hauptsponsor. Dann geht es hier vorne in den vorderen Bereich, ich habe es vorhin schon angesprochen, das große Feld für Stift Zwettl und diese Fall Wall mit dem Schriftzug Stift Zwettl. Dort werden nachher die Steine oben auf dem Kasten mit einer Schnur ausgelöst und dann werden die Steine von dieser Holzkonstruktion, die man dort sieht, hinunterfallen. Dann geht es weiter zu der Semmering-Bahnbrücke hier, die uns, wie Sie gerade gesehen haben, sehr viele Nerven gekostet hat. Dann geht es hier in den nächsten Bereich. Hier haben wir jetzt eine Besonderheit. Und zwar, wie Sie sehen, ist hier noch eine kleine Lücke. Diese Lücke muss ein Aufbauer oder eine Aufbauerin nachher live, während das alles fällt, aufbauen. Dieser Aufbauer oder diese Aufbauerin ist noch nicht bekannt, die werde ich gleich bekannt geben. Und von dieser Challenge hängt ab, ob diese Schranke hier aufgeht und dadurch dann dieses Feld mit 7000 Steinen fallen wird oder nicht. Und die Challenge, das darf ich jetzt bekannt geben, bisher haben wir noch 3 mögliche Personen. Die Challenge wird die Daniela bauen. Daniela, du darfst jetzt bitte zu Matthias Heinzelmann in den Technikbereich kommen, damit alles vorbereitet werden kann. Wenn dieses Feld dann hoffentlich gefallen ist nach der erfolgreichen Challenge, gehen wir wieder in den hinteren Bereich. Hier werden dann zunächst die Weintrauben auf diesen weißen Platten fallen, dann das Feld für die HLUW Ispertal und im Hintergrund die Wall mit dem Bergemotiv. Daraufhin dann noch diese 2 Buchstaben WR, die für Weltrekord oder World Record stehen. Und dann kommen wir zu unserem großen Finale, es wurde schon mehrmals angesprochen, dem Weltrekordturm. Dieser Turm ist über 6 oder ungefähr 6 Meter hoch, wie hoch genau werden wir gleich erfahren. Und hat über 10.000 Steine und 3 Aufbauer haben an dem Turm 3 Tage lang gearbeitet. Und zum Glück haben wir es jetzt geschafft. Und wenn dieser Turm dann nachher wie geplant fällt, dann wird dieser Turm ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Jetzt darf ich den Notar Dr. Robert Hofmann und den Diplom-Ingenieur Thomas Kochberger, der diesen Turm vorhin vermessen hat, die genaue Höhe ermittelt hat, auch für ein kurzes Interview nach vorne bitten. Ja, also nochmal herzlich willkommen bei unserem Event. Zuerst an Sie, Herr Doktor. Wir haben dieses Jahr einen Weltrekord aufgestellt, mit dem wir natürlich ins Guinness Buch der Rekorde kommen wollen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie genau können Sie uns helfen, dass wir dieses Ziel erreichen? Was müssen Sie machen, damit wir wirklich den Weltrekord dann besitzen? Zuallererst auch einen schönen guten Abend an alle Besucher des Domino-Events. Ich darf mich herzlich bedanken, dass ich zugezogen wurde, um hier die notarielle Beaufsichtigung dieses Events durchzuführen. Was ich machen kann, also die Leistung, die wirkliche Leistung, wurde durch die Schüler und all jene, die diesen Domino-D aufgebaut haben, schon erbracht. An mir liegt es nun, diese Leistung korrekt zu dokumentieren. Wie mich der Hofrat Zechner angerufen hat, übrigens, ich bin ein Schüler vom Hofrat Zechner, da konnte ich natürlich diese Bitte auf keinen Fall ausschlagen. Ich habe nur gesagt, ich unterstütze dieses Event gerne, aber nur, wenn ich nicht selber mitbauen muss. Das musste ich dann nicht und ich habe gerne zugesagt. Und die große Frage, die sich gestellt hat, zusammen mit Herrn Pürer, der eigentlich mein Ansprechpartner war, wie werden wir diesen großen Turm ordnungsgemäß vermessen? Eine Latte, die man dazustellen kann, das war mir dann zu instabil und ich wollte nicht in die Zeitung kommen, dass nur da, der das ganz alleine umwirft, diesen Turm. Ein Senkblei, das war auch ein bisschen zu unsicher und jetzt ist mir die gute Idee gekommen, einen staatlich befugten Vermessungstechniker beizuziehen
und ich darf mich herzlich bedanken bei dir, Thomas, beim Herrn Diplom-Ingenieur Koch-Berger, dass er sich bereit erklärt hat, uns zu unterstützen. Und somit kann ich jetzt mit Fug und Recht und mit sicherem Gewissen sagen, dass dieser Turm 6,029 Meter hoch ist. Ich habe mich selbst vergewissert und habe hier in diesem schwieriges Wort einen Theodolit reingeschaut und da habe ich eben gesehen und überprüfen können, dass es dieses Maß genau hat. Den Fuß dieses Turms bildet ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 0,455 Metern. Also, und so ist dieser Turm vermessen. Es wird dann nach dem Umstürzen sämtlicher Steine, werden die Steine zurückgezählt, da werde ich dabei sein und dann werde ich ein sogenanntes notarielles Protokoll verfassen, damit dieses Event ordnungsgemäß mit einer öffentlichen Urkunde dokumentiert ist. Okay. Ich hoffe, ich habe diese Frage ausführlich genug beantwortet. Ja, danke vielmals. Herr Diplom-Ingenieur, wie, wie der Herr Doktor schon gesagt hat, die genauen Ergebnisse sind so, dass der Weltrekord theoretisch aufgestellt werden könnte. Wie genau muss man jetzt als Geometer einen Turm vermessen? Wie genau sind Sie an die Aufgabe herangegangen? Wie arbeiten Sie? Also von mir auch ein herzliches Grüß Gott und eine Gratulation an alle, die hier mitgewirkt haben, um das nicht in die Länge zu ziehen. Die Vermessung ist in der Tat keine triviale Aufgabe. Also man kann sich ja vorstellen, der Turm, die Höhe ist zu bestimmen exakt in der Lotrechten. Also man müsste genau genommen ein Lot verwenden, das in der Mitte des Turmes aufgehängt ist und unten einen Punkt anzeigt und dann müsste man da die Höhe messen. Das ist bei dieser Konstruktion nicht möglich. Jetzt wurden positioniert die modernsten Messinstrumente, die man zur Verfügung hat. Das sind Theodolite, also es steht im linken Bereich steht ein Theodolit, der diese Aufgabe übernimmt. Und die Lösung dieser Aufgabe geht eigentlich dadurch, dass man Geometrie, also Mathematik und Geometrie verwendet und dann eine Vektorlänge bestimmt und vermisst, die dann genau diese Turmhöhe ergibt und die auch dokumentiert werden kann. Das zweite Instrument, das hier verwendet wird, ist ein Laserscanner. Dieser Laserscanner dokumentiert 3D-Positionen von jedem kleinsten Quadratzentimeter hier in der Halle und macht sozusagen einen Gipsabdruck dieser ganzen Angelegenheit und kann jederzeit auch in diesem 3D-Laserscan dann nachgemessen werden, falls irgendjemand zu späteren Zeiten einen Zweifel hätte, dass die Ergebnisse nicht stimmen sollten. Dankeschön. Jetzt steht zwar dieser gewaltig hohe Turm schon, die Frage ist aber, was passiert, wenn der Turm jetzt nicht umfällt? Haben wir dann trotzdem noch die Möglichkeit, den Weltrekord wirklich zu brechen? Wir wollen nicht vom Schlechtesten ausgehen. Hofrat Zechner hat zu mir selbst gesagt, man muss immer Optimist sein und wir gehen davon aus, dass der Weltrekord zu schaffen ist. Und wenn nicht, werden wir über dieses Problem beraten, wenn es soweit ist. Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen und Gedanken, dass dieses Turmbauwerk nicht umfallen sollte, weil es gelten hier die Gesetze der Physik. Ja. Sie beide sind zwar jetzt vor allem für den Weltrekord zuständig, von der Steineanzahl ist das aber jetzt nur etwa ein Zehntel vom ganzen Projekt. Jetzt wollte ich Sie ganz allgemein fragen, was halten Sie von dem Projekt, von dem, was diese Aufbauer in den paar Tagen geleistet haben? Also eine großartige Leistung. Also ich selbst würde mich davor hüten, dabei mitzuwirken, also ich wäre viel zu nervös, da irgendwelche Fehler zu machen, die das vielleicht noch zum Fall bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also mir ist es lieber, ich kann eine sichere Entfernung meine Vermessungsaufgaben erledigen und dazu beitragen, dass der Weltrekord auch in der Zahl und in dem Zusammenhang dokumentiert ist. Mhm. Haben Sie noch etwas zu ergänzen? Gratuliere zu dieser großartigen Idee und zur perfekten Durchführung. Ich freue mich schon auf den Event und möchte das Publikum gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Danke sehr. Danke sehr. Alles Gute. Danke.
Jetzt darf ich noch ganz kurz den Herrn Bürgermeister Moser zu mir nach vorne bitten. Es freut mich sehr, dass Sie überraschenderweise doch die Zeit gefunden haben. Für mich selbst war das überraschend. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich mich auch mit Ihnen noch unterhalten darf. Jetzt wollte ich Sie fragen, Sie sind in den Raum gekommen. Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie auf dieses Projekt hinuntergesehen haben? Ja, liebe Damen und Herren, hört man das? Matthias? 1-2. Ja, liebe Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Wie ich in den Raum gekommen bin, um auf die Frage zu antworten, war ich wirklich blass erstaunt und ich habe gedacht, keiner soll sich bewegen. Und wie dann nachher Sie gemeint haben oder ihr gemeint habt, alle können hier unten hereingehen, war ich eigentlich ganz nervös. Es ist ein Schwingboden, ich weiß, wie der gebaut worden ist, ein Turnboden, das heißt, alles bewegt sich. Da sollen sich alle ruhig verhalten. Und ich darf wirklich dazu gratulieren, dass erstens einmal die Idee geboren wurde und zweitens einmal zu dieser Konstruktion, nämlich diese technischen Bilder, die entwickelt worden ist, die Technik, die aufgebaut worden ist, die Türme, das Dach und natürlich der Turm ist etwas ganz Besonderes. Das hat diese Halle noch nicht erlebt. Gratulation. Dankeschön. Sie waren letztes Jahr auch schon dabei bei dem Event und haben sozusagen einen direkten Vergleich zwischen den beiden Events. Was würden Sie sagen, hat sich verändert oder was hat sich verbessert? Verbessert hat sich, glaube ich, es war voriges Jahr schon sehr, sehr gut. Man muss das einmal deutlich sagen. Und ich glaube, dass die Choreografie noch besser geworden ist, die Gestaltung, die Bilder sind mehr geworden, die Steine, die Anzahl ist mehr geworden. Die Schwierigkeitsgrade haben sich ganz einfach in allen Konstruktionen, allen Bildern erhöht. Und natürlich das Besondere, der Weltrekord mit dem Turm. Ich glaube, das ist wirklich eine großartige Sache für die Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft in Ispertal. Die Schüler sind wirklich beispielgebend, wenn man das so nimmt, nicht nur im Unterricht, sondern auch bei der technischen Konstruktion. Ja, Sie haben den Weltrekord kurz angesprochen. Jetzt steht dieser Weltrekord, was man kann fast sagen, ein historisches Ereignis ist, auf einem Turnhallenboden, der in Ihrer Stadt liegt. Sind Sie stolz darauf? Stadt ist ein bisschen übertrieben, aber es ist eine Marktgemeinde Ispertal, aber wir sind stolz darauf. Und vielleicht eine kleine Einladung, das Team, das dir geholfen hat und die dabei sind, dürfen einmal gemeinsam gratis ins Hallenbad mit einer kleinen Jause dann gehen. Danke vielmals. Danke. Alles Gute. Danke. So, in wenigen Minuten wird es jetzt endlich dann losgehen. Es gibt nur noch einige wichtige organisatorische Dinge, die ich Ihnen jetzt noch sagen muss, und zwar wie es nach dem Falldown weitergehen wird. Zuerst werden wir die Projekte zählen, die stehen geblieben sind. Es wird hoffentlich schnell gehen, weil hoffentlich nicht viel stehen bleiben wird. Dann werden wir die Anzahl der umgefallenen Steine berechnen und dann verkünden. Und dann ist ganz wichtig, brauchen wir Ihre Unterstützung. Jeder von Ihnen, der möchte, wären wir sehr froh, wenn er uns helfen würde, die Steine hier wieder wegzuräumen. Das ist ganz einfach, die Steine einfach nach Farben zu sortieren und in Kisten zu füllen. Dann werden wir uns danach darum kümmern, dass die Kisten reingebracht werden. Es wäre super, wenn da viele von Ihnen noch helfen würden. Wichtig ist nur, der Notar hat es vorhin auch schon angesprochen, dass beim Turm niemand hingeht. Beim Turm werden Aufbauer von uns wegräumen und Steine zählen. Da darf innerhalb dieser Absperrung unbedingt niemand anderes hineintreten, damit da dann nichts mehr schief geht mit dem Weltrekord. Außerdem bitte ich Sie jetzt auch, die Sicherheitshinweise, die der Matthias vorhin schon genannt hat, zu berücksichtigen, die Handys auszuschalten und bitte nicht zu fotografieren und zu filmen. So, und jetzt werden wir noch die letzten Vorbereitungen treffen, die letzten Sperren herausnehmen, die Kameras einschalten und in der Zeit wird Alex noch ein kleines Interview mit dem Direktor Johann Zechner führen. Dankeschön. Bitte sehr. Grüß Gott, dass ich Sie in Ihrer eigenen Schule begrüßen darf. Sie haben bei der Organisation dieses Events Gewaltiges geleistet. Sie haben uns zuerst einmal das Grundlegendste, diese Halle, zur Verfügung gestellt. Sie haben unglaublich viel Arbeit in dieses Event gesteckt. Also jetzt sehen Sie das Resultat von den ganzen Bemühungen, die Sie im Hintergrund geleistet haben. Hat sich der Aufwand gelohnt? Hat sich der Aufwand gelohnt? Geben wir Ihnen eine Antwort. Nur? Danke sehr. Also,
Ich glaube, damit ist deine Frage mehr als beantwortet. Und um kurz auf meine Vorredner einzugehen, Herr Bürgermeister Karl, gell? Das nächste ist die Stadterhebung, das wir feiern müssen. Und die beiden Herren, die für den Weltrekord verantwortlich sind, wer weiß, was noch auf uns zukommt, was wir noch alles vermessen wollen. Ich kann nur sagen, es hat sich deswegen mehr als gelohnt, weil ich sehe, dass unsere Schüler wirkliche Baumeister sind. Baumeister, die die Zukunft bauen werden. Ja, also neben dem Organisator, dem Marcel, waren auch 50 weitere Schülerinnen und Schüler dieser Schule und der Hauptschule daran, an diesem Projekt beteiligt. Das sind sozusagen ihre Schülerinnen und Schüler. Wie stolz sind Sie darauf, dass Ihre Schüler dieses Projekt aufgebaut haben? Naja, ich bin fast nicht mehr stolz, ich bin fast schon demütig. Denn bitte, was hier geleistet wird, das ist etwas, ich könnte das niemals. Erstens, am Boden arbeiten ist sehr schwierig für mich, aber abgesehen davon, die Geduld, die Genauigkeit, die Konzentration, die hier aufgebracht wird, ist für mich immer wieder mehr als erstaunlich. Und noch einmal, ihr sollt auf euch selber wirklich stolz sein. Ich bin es und alle, die hier sind, sind, glaube ich, auch ganz, ganz mächtig stolz auf euch. Das zeigen wir Ihnen jetzt noch einmal. Dankeschön. Sie waren auch, so wie der Herr Bürgermeister, letztes Jahr vor Ort, als dieses Event zum ersten Mal stattgefunden hat. Das heißt, Sie konnten auch sozusagen den Fortschritt mitbekommen. Noch ganz kurz, was hat sich Ihrer Meinung nach verändert, verbessert? Wie ist der Fortschritt vorangegangen? Ja, der Herr Professor Hackl ist hier mein Zeuge. Im Vergleich zum Vorjahr, es ist alles professioneller geworden. Und zwar, wenn ich alles sage, meine ich alles. Vor allem meine ich den Marcel Bührer. Der hat das heuer durchgezogen wie ein echter Profi. Marcel, ich gratuliere dir dazu und ich wünsche jetzt allen, und ich glaube, es sind alle schon wie auf der Folter gespannt, ich wünsche jetzt allen noch einen erbaulichen Anblick beim Fallen all dieser Dinge. Warum das sein muss, dass man nachher fällt, das liegt wahrscheinlich am Ablauf des Lebens. Aufbauen und zusammenfallen gehört zusammen. Genau. Dankeschön. 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 Also das war's jetzt von Seiten der Moderation. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Es werden jetzt nur noch die allerletzten Vorbereitungen getroffen, bevor in Kürze 100.000 Steine fallen werden. Ich bitte jetzt noch um ganz wenig Geduld. Wir überprüfen noch kurz, ob alle Kameras laufen und richtig positioniert sind. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß beim Zusehen.
die genaue Zahl, die aufgebaut wurde, waren 100.101 Steine und gefallen sind, unglaubliche, 100.080 Steine.